Hallo liebe Fabela iMac-Zuschauer, Fabian hier. Heute mit einem App-Test zu Assassin's Creed Pirates. Bei Assassin's Creed Pirates handelt es sich nicht um eine portierte Umsetzung des Konsolenspiels Assassin's Creed 4, Black Flag, sondern um ein extra für mobile Plattformen entwickeltes Spiel. Man sollte Ubisoft hoch anrechnen, dass man ein speziell für Touchscreens optimiertes Assassin's Creed Abenteuer entwickelt hat, das zudem auch noch richtig gut gelungen ist. Assassin's Creed Pirates ist für iOS und Android zum Preis von 4,49 € in den App Stores verfügbar. Fill those sails! Loose tops and royals! Fill those sails! In Assassin's Creed Pirates übernehmt ihr die Rolle von Alonso Batilla, einem aufstrebenden und rebellischen Piratenkapitän. Das übergeordnete Ziel eures Seefahrerlebens ist die Suche nach dem legendären Piratenschatz Labus. Auf dem Weg dorthin habt ihr aber reichlich andere Aufgaben zu erledigen. Wie es sich für einen echten Piraten gehört, macht ihr die Karibik unsicher, kämpft gegen andere Schiffe, erfüllt Auftragsarbeiten oder erbeutet Schätze. Mal müsst ihr innerhalb eines Zeitlimits Checkpoints ansteuern und Ladung aufnehmen, dann müsst ihr wieder feindliche Schiffe aufspüren und vernichten. Was es in eurem aktuellen Seegebiet alles zu erledigen gibt, könnt ihr über eine Karte am unteren linken Bildschirmrand genauer unter die Lupe nehmen. Anschließend braucht ihr mit dem Finger nur einen Weg zum Ziel zu ziehen und euer Schiff nimmt Fahrt auf. Vor Ort angekommen, erläutern kleine Textboxen den Hintergrund der Mission oder führen die Geschichte weiter. Anschließend wird die Perspektive zu der Ansicht umgeschaltet, die ihr auch hauptsächlich im Spiel sehen werdet. Euer Schiff. Zentrales Gameplay-Element im Spiel ist euer Schiff, von dem euch zu Beginn des Spiels nur eine kleine Nussschale zur Verfügung steht. Euer Schiff könnt ihr über ein Steuerrad in der Mitte des Bildschirms lenken. Wischt ihr oberhalb des Steuerrads, könnt ihr euch umschauen. In der rechten unteren Ecke könnt ihr per Fingertap die Geschwindigkeit eures Schiffes beeinflussen, indem ihr die Segel hisst oder einholt. Per Zwei-Finger-Geste könnt ihr zusätzlich noch die Perspektive verändern. Kommt ihr einem anderen Schiff näher, könnt ihr per Fingertap in den Nahkampf schalten. In bester Piratenmanier fahrt ihr nun Seite an Seite mit dem Gegner und versucht diesen mit Kanonensalven auszuschalten. Dazu tappt ihr auf eure Kanone. Über einen Balken könnt ihr nun auf das gegnerische Schiff anlegen und zielen. Je nachdem, wie gut ihr gezielt habt, wird das Schiff des Gegners beschädigt. Es kann auch passieren, dass ihr Schwachstellen an Bord des gegnerischen Schiffs entdeckt, welche ihr gezielt unter Beschuss nehmen könnt. Natürlich wird auch der Gegner auf euch feuern, was wiederum in einer anderen Perspektive gezeigt wird. Über zwei Buttons am unteren Bildschirmrand könnt ihr nach rechts und links ausweichen, sofern ihr diese im richtigen Moment betätigt. Und so wechseln sich die Angriffs- und Verteidigungsperspektive immer ab, bis entweder ihr oder der Gegner in die Tiefen des Meeres versenkt werdet. Generell benötigen alle Aktionen nach der Durchführung, ob es das Feuern oder das Ausweichen ist, ein paar Sekunden, bis sie wieder eingesetzt werden können. So kommt es vor allem auf das Timing an, ob eure Aktionen von Erfolg gekrönt werden. Nach erfolgreichem Kampf könnt ihr per Fingertap eure Beute einsammeln. Im Spielverlauf sammelt ihr so durch das Erfüllen von Missionen immer mehr Gold und Erfahrungspunkte. Die Erfahrungspunkte bringen euch Stufenanstiege, welche ihr auch dringend benötigt. Denn ihr könnt neue Schiffe nur erwerben oder neue Mannschaftsmitglieder in der Taverne nur dann anheuern, wenn ihr die dafür vorgesehenen Stufen erreicht habt. Dann und wann findet ihr auf euren Reisen auch Schatzkarten der Navy und Labus, welche die Geschichte des Spiels weiter voranbringen. Und so klappert ihr auf der Karte Mission für Mission ab. Schön ist, dass ihr zwischen den verschiedenen Missionen nicht nur über die Karte und Fingerwegen hin und her fahren könnt, sondern auch open-world-mäßig direkt aus der First-Person-Sicht eures Schiffes fahren könnt.
Dank dynamischer und nie gleich aussehender See, plötzlich auftauchenden Stürmen, Tag- und Nachtwechseln und typischen Seemannsliedern, welche eure Mannschaft von sich gibt, kommt so richtig Piratenstimmung auf. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. For the voyage is long and the winds don't blow, and it's time for us to leave her. Zu viel Realismus solltet ihr von Assassin's Creed Pirates nicht erwarten. Aber ihr solltet bei einem Sturm schon die Segel raffen, um noch navigieren zu können. Und auch Windrichtung, Seegang, Wetter sowie Klasse und Gewicht eures Schiffes wirken sich spürbar auf die Steuerung aus. Mein Fazit: Assassin's Creed Pirates ist ein sehr gutes Spiel geworden, das die hohen Erwartungen erfüllen kann. Es macht einen enormen Spaß, mit seinem Schiff über das Meer zu segeln, den Wellengang zu genießen und dem Grölen eurer Piraten zu lauschen. Die hervorragende Grafik und die tolle Soundkulisse haben einen großen Anteil an der hervorragenden Atmosphäre des Spiels. Nie war es schöner, über das Meer zu schippern, dem Sonnenuntergang entgegen oder durch ein Gewitter hindurch. Hinzu kommt die leichte Steuerung und der große Umfang des Spiels. Die Komplexität des Titels kann einen zwar am Anfang zunächst etwas erschlagen, dank der guten Einführung und der übersichtlichen Menüführung ist man allerdings schnell im Spiel drin. Allerdings gibt es auch ein paar Dinge, welche Ubisoft nur begrenzt gut hinbekommen hat. So sind insbesondere die Seegefechte zwar schön inszeniert und auch leicht zu erlernen, nach einer gewissen Spielzeit ist man aber von den immer gleich ablaufenden Kämpfen doch etwas genervt. Und das ist natürlich etwas schade, da diese nun mal ein Kernelement des Spiels sind. Trotz dieses Mankos dürfte es sich wohl um das schönste Piratenspiel auf mobilen Geräten handeln. Wie gefällt euch Assassin's Creed Pirates? Hat das Spiel eure Erwartungen erfüllt? Dann schreibt eure Meinung doch in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, euer Fabian.